Wo kriege ich Honig einer riesigen Biene her? Ich bin ja hier jetzt noch keinem einzigen Insekt so richtig begegnet, also schon gar keiner riesigen Biene. Und ehrlich gesagt finde ich normale Bienen schon sehr nervtötend. Warum sollte ich dann einer großen Biene begegnen wollen? Das erschließt sich mir jetzt noch nicht so ganz, aber okay. Kann ich jetzt... Upsa, sorry. Da bin ich jetzt rasch aufs Mausrad gekommen. Also gut, ja, der Airdrop. Ne, da ist er wieder. Da wird er mir wieder angezeigt. Und das ist schon sehr, sehr grün da hinten eigentlich. Aber jetzt renne ich da nicht nochmal zurück. Jetzt bin ich hier. Jetzt ziehe ich das hier durch. Nur aufpassen, dass kein Piranha kommt. Dann können wir hier auch gleich den Fisch fertig machen. Also das Fleisch sollte jetzt, glaube ich, schon mal... Ach, nicht ausmachen. Das Fleisch sollte jetzt soweit mal durch sein. Oh, toll. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Auch gut. Dann machen wir jetzt hier mal noch den Fisch fertig. Und dann schauen wir jetzt einfach mal die Engramme an, würde ich sagen. Was können wir denn jetzt hier alles so Schönes machen? Wir haben 44 Punkte noch zu vergeben. Da können wir jetzt mal, wo war denn diese Trainingspuppe? Hier, die Trainingspuppe. Greife diese Puppe an, um deinen Schaden pro Sekunde zu testen. Machen wir das mal, dann Bogen und Steinpfeil würde mich auch sehr interessieren. Dass wir da ein bisschen was machen. Das kleine Beet, ja, ich glaube, das können wir noch ein bisschen aufschieben. Ja, das Schild wäre eigentlich vielleicht auch eine interessante Idee. Ein Holzschild mit einer Schicht Leder absorbiert von vorne kommenden Schaden, sofern man es vor sich hält. Das wäre vielleicht für den ein oder anderen Dino-Angriff gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das, was wir gerade freigeschaltet haben. Da brauchen wir, wow, was, 500 Fasern für so eine Trainingspuppe? Ja, Wahnsinn. Pfeil und Bogen hätten wir gleich fertig. Eigentlich das ist gar nicht mal so die Kunst. Brauchen wir nur ein bisschen Holz jetzt für den Bogen selber. 15 Holz. Und dann brauchen wir jede Menge Stroh für die Pfeile. Weil da sollten wir uns, glaube ich, schon so einige Pfeile herstellen. Können wir jetzt vielleicht auch so als Vorbereitung jetzt für die nächste große Expedition vorsehen. Jetzt würde ich ja dann doch ganz gerne mal ein bisschen mehr hier rauskommen. Aus meinem Bereich. Gut, wir waren jetzt ja schon auf der anderen Seite des Flusses. Das war jetzt schon mal ein Erlebnis. Auch wenn wir leider den Airdrop verpasst haben. Ich möchte jetzt ja hier niemanden genau anschauen. Vor allen Dingen niemanden, der in der Nähe meines Lagerfeuers ist. Das würde ich nie tun. Der daran schuld ist, dass ich es nicht geschafft habe, den Airdrop zu bekommen. Jetzt brauchen wir noch ganz, ganz viel Stroh, damit wir sehr, sehr viele Pfeile herstellen können. Und irgendwie hätte ich auch voll Bock, bessere Klamotten mal herzustellen. Aber das dauert, glaube ich, auch nochmal ein Weilchen, bis wir da hinkommen. Aber vielleicht können wir jetzt hier dadurch, dass wir jetzt doch mal einige Sachen craften, vielleicht auch nochmal schneller jetzt dahin gelangen. Können wir mal gucken. Ja, es dauert schon noch. Also Level 15 können wir erst die besseren Sachen herstellen. Da können wir dann hier sogar eine Pistole bauen. Bin ich auch schon gespannt. Dafür werden wir wahrscheinlich auch noch das Zündpulver erforschen müssen. Aber das kommt dann alles noch. Wird sich auch alles zeigen, was wir dann so wirklich brauchen im Endeffekt. Ja, wir holzen jetzt hier einfach mal ein bisschen was ab. Das habe ich jetzt auch noch nicht so ganz verstanden. Wachsen die Bäume wieder nach oder nicht? Ich könnte mir vorstellen, nicht alle davon. Aber ein Teil davon hoffe ich doch zumindest, dass er wieder nachwächst. Sonst wird das hier sehr, sehr schnell ziemlich kahl. Aber die richtige Basis werden wir natürlich irgendwo mitten im Wald aufbauen. Ist ja klar, dort ist es am coolsten und da stellen wir dann links und rechts einfach einen T-Rex vor die Haustür, dass wenn auch immer einer vorbeikommen will, sich erst einmal sich mit denen auseinandersetzen muss. Natürlich friedlich. Das ist die hohe Kunst, friedlich mit einem T-Rex reden, so dass du dann durchkommst. Es ist irgendwie... Wird es gerade wieder ein bisschen dunkler, aber ich glaube, das liegt einfach so an dem Wetter.
Gut, jetzt haben wir hier einen Bogen gespannt. Sehr schön. Jetzt habe ich hier doch schon mal eine ganze Menge Items hier unten drin liegen. Können wir hier auch einiges wieder raus. Wollte gerade sagen, hey, du spinnst doch. Ich gehe mal lieber in meine Behausung rein. Ich glaube, da fühle ich mich gerade ein bisschen wohler. Machen wir das doch so. Das ist mir auch nicht so kalt. Und dann stellen wir jetzt hier einfach mal ein paar Pfeile her. Oh, das geht aber schon recht zügig. Bin mal gespannt, wie viele wir davon eigentlich so stacken können. Aber ja, da kann man eine ganze Menge herstellen. Das waren jetzt 41 Pfeile. Wow, das ist ja krass hier. Und jetzt müssen wir eigentlich normal loslaufen. Wir brauchen 500 Fasern, 500 Stroh, 10 Leder. Gut, das haben wir schon. Holz ist auch kein Stress jetzt hier. Aber Stroh und Fasern, da brauchen wir schon noch eine ganze Menge davon. Das ist heftig. Aber es könnte sich lohnen. Ich glaube, da können wir schon noch die ein oder anderen Erfahrungspunkte sammeln. Es hat Gott sei Dank auch aufgehört zu regnen. Sehr schön, aber da wäre, glaube ich, ein Dino schon irgendwie angenehmer zum Farmen solcher Materialien. Würde alles ein bisschen schneller gehen. Ich glaube, auch hier wieder der Triceratops soll sich da, glaube ich, sehr gut empfehlen können. Für sowas, wird leider noch ein bisschen dauern. Gut, also müssen wir einfach mal hier ein bisschen im Auge behalten. Aber wobei doch. Nee. Habe ich den Baum hier nicht gerade sogar gefällt? Oh shit, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Da muss ich einfach nochmal dann bei der Videobearbeitung einfach mal ein bisschen reinschauen. Ob ich da nochmal was sehe drauf. Ich meine, den Baum hier habe ich eigentlich gerade gefällt, aber müssen wir einfach nochmal ein Auge drauf werfen. Die können jetzt auf jeden Fall gleich wieder gefällt werden. Aber wir brauchen einfach jede Menge Stroh. Und da ich mich jetzt nicht allzu weit wegbewegen kann, natürlich von meiner Basis, muss ich erstmal die nähere Umgebung hier plündern. Lässt sich leider nicht vermeiden. Schön brav warten. Ach so. Ja, das ging schnell. Kann man übrigens auch gezielt skillen, dass man Sachen schneller erstellt. Okay, da ist ein Dilophosaurus und da oben sehe ich ein Bienennest, oder? Das ist doch ein Bienennest. Hi. Ich überlege gerade, sollen wir das mal riskieren, das Bienennest da zu nehmen? Bin mir nicht sicher. Also du lässt mich hoffentlich in Ruhe. Wie funktioniert das jetzt mit dem Bienennest? Das ist jetzt eine gute Frage. Wenn ich das hier, also erstmal, wie komme ich jetzt darauf? Das ist doch jetzt erstmal die spannendere Frage. Ach so, ich glaube hier rüber. Jetzt weiß ich, die Schildkröte, das könnte auch irgendwie so mit dem Ankylosaurus zusammenhängen. Boah, den, wenn wir hier finden könnten, das wäre ja auch mal richtig geil. Nee, da komme ich irgendwie nicht rauf hier. Das ist ja doof. Wie soll ich denn an den Honig? Ich versuche das jetzt mal mit der Steinschleuder, okay? Okay, irgendwie. Ja, doch, da sind schon Bienen oben dran. Oh mein Gott. Schnell weg. Schnell weg. Hi. Oh Gott, seid ihr groß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Shit. Also erstmal die Frage, warum sind da gerade so viele kaputt gegangen mit einem Mal? Wo bist denn du jetzt hier? Wow. Das sind irgendwie mit einem Schlag ganz, ganz viele auf einmal kaputt gegangen. Wow. Boah, da habe ich jetzt hier echt Panik bekommen. So, jetzt habe ich aber hier, glaube ich, nichts davon, ne? Weil, jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Aber, ja, kein Honig. Das ist jetzt doof, warte mal. Ich probiere das jetzt, sollen wir das nochmal probieren? Das abzuschießen, also ich meine, die werden ja hoffentlich so schlau gewesen sein und gleich alles in den Kampf geschickt haben, was sie besitzen, oder? Na, hoffen wir es mal. Nein, haben sie nicht. Haben sie nicht. Die haben noch viel mehr im Petto. Jetzt aber ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Weil die paar wenigen Bienen, die haben mir schon ziemlich weh getan. Also das darf man gar nicht mal so unterschätzen, glaube ich. Oh ja, sie folgen mir immer noch. Hartnäckige kleine Biester. Okay, ich glaube, sie sind weg, oder? Ja. Sie sind weg. Okay, wow. Das war jetzt dann doch schon mal so ein bisschen ein Spaß, würde ich sagen. Da haben wir jetzt doch was mitgemacht. Jetzt habe ich erstmal wieder Hunger. Möchte was essen. Zum Glück habe ich ja einiges Fleisch gebraten, habe auch noch ein bisschen Fisch auf dem Grill liegen. Komm, essen wir das hier mal alles auf. Würdest du bitte meine Dinos in Ruhe lassen? Die sind nicht sehr begeistert von dir. Okay, Holz habe ich. Oh, deswegen wolltest du daran. Da liegt ein Ei. Moment, da kümmere ich mich gleich drum. Ich muss hier nur ganz kurz. Ah, es ist nicht befruchtet. Schade. Das wäre schön gewesen, weil dann hätte man nämlich auch noch schauen müssen, dass wir irgendwann mal so eine Dino-Zuchtstation aufmachen. Hier haben wir noch andere Eier. Aber ja, wie gesagt. Leider nicht befruchtet. Achso, warte mal, andersrum. Ich wollte das Ei eigentlich hier reintun. Das Dach, ja. Lassen wir da mal so drin. Aber hier habe ich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was für die Behausung drin liegen. Aber ich sehe hier auf jeden Fall, gut, du möchtest natürlich wieder Streichereinheiten haben. Du bist ja fast so wie dein Namensvetter im Real Life. Möchte auch immer gestreichelt werden. Du hast ja noch die ganzen Meobären drin. Armadilla hätte auch gerne ein Upgrade, natürlich im Nahkampfschaden. Wie sollte es anders sein? Und Armadillo 2 auch. Kriegt hier natürlich auch ein Nahkampfschaden-Upgrade. Ja, da seid ihr alle happy drüber. Das glaube ich euch gerne. Oh, was schwimmt denn da für ein Fisch rum? Ach, die Delfine, okay. Die Delfine schwimmen da rum. Ich war das nicht. Wir hatten jetzt hier wieder hingekackt. Ach, Armadillo 2. Schäm dich. Schäm dich. So, jetzt Pfeil und Bogen mal ausprobieren. Das würde mich jetzt doch mal interessieren, wie das hier. Okay, da können wir so ein bisschen anvisieren. Ziehen. Und Schuss, und dann steckt das hier drin. Können wir das auch wieder so aufsammeln? Nee, okay, schade, weil den Speer, den kann man ja aufsammeln. Aber was brauche ich jetzt nochmal für die Trainingspuppe? Oh, noch ganz viel Stroh. Also die Hälfte haben wir schon mal geschafft an Stroh. Und dann müssen wir nochmal genauso viele Fasern sammeln. Das wird auch nochmal ein bisschen anstrengend werden. Aber diese Trainingspuppe, ich glaube, das wäre, glaube ich, ich glaube, das wäre keine allzu schlechte Investition eigentlich. Damit wir mal wissen, was wir so überhaupt an Schaden veranstalten. Die Frage ist halt, wie einem das jetzt mitgeteilt wird. In Form von Schadenszahlen oder in Form von so einer Art Statistik, wenn du auf die Puppe klickst. Aber das werden wir jetzt dann bald herausfinden.
Kommt drauf an, wie lange ich jetzt dann brauche, um Fasern zu sammeln. Weil das ist so das Langwierigste und genau dafür würde sich eigentlich ein Dino perfekt eignen. Okay, Stroh müsste ich jetzt. Ah, fast. Ich brauche nur 50. Oh, hey, stopp. Lass den Dodo in Frieden. Ich hab's dir gesagt, lass den Dodo in Frieden. Ah, der Dodo ist aber trotzdem gestorben, Mist. Aber dann nehme ich doch das Fleisch von dem Dodo und gebe es dem Dilophu hier. Dann können wir hier einfach nochmal einen Dino zähmen. Da kriegst du auch nochmal ein bisschen gegrilltes Fleisch. Vielleicht schmeckt dir das ja auch. Ach so, ha, da fehlt ja noch das Wichtigste und zwar die Narkobeeren. Damit du auch schön schläfst derweil. Gut, und währenddessen kann ich jetzt hier einfach mal noch ein bisschen sammeln gehen. Was brauche ich jetzt? Ich glaube noch 50 Stroh. Geh einfach weiter. Geh einfach weiter. Dieser Oviraptor, der nervt mich schon so ein bisschen, weil der mir immer so einen Schrecken einjagt. Wenn er hinter einem steht und dann plötzlich so laute Geräusche gibt, dann denkst du immer so, oh shit, was steht jetzt hinter mir? Und dann denke ich mir immer, ach, es ist nur er. So, 400 Fasern noch. Das können wir hoffentlich auch relativ schnell sammeln. Wobei das, glaube ich, schon ein bisschen länger dauern dürfte jetzt, als das Stroh zu sammeln. Jetzt schauen wir aber gleich noch kurz nach dem Dilophosaurus, wie es dem geht, was der Status ist. Ah, geht 10. Perfekt. So, aber wie nenne ich dich denn jetzt schon wieder? Jetzt habe ich da schon wieder keine Ahnung, wie ich dich nennen soll. Ach, ich nenne dich jetzt einfach Gifty, weil du ja Gift spuckst. Nenne ich dich jetzt einfach mal so einfallsreich, wie ich bin. Gifty kann man ja Gott sei Dank im Nachhinein immer noch ändern. Also wenn ihr für den ein oder anderen Dino einen Namensvorschlag habt, ruhig raus damit. Ich bin für alles offen und gerne bereit, auch einen Namen zu ändern. Aber er muss schon gut sein, natürlich. Er muss sich gut anhören. Wow. Hallo. Kann ich dir irgendwie helfen? Immer diese verrückten Fans. Und dann kriegen sie den Mund nicht auf. Aber was rennst du denn da wie so ein gestochener Moschops durch die Gegend? Hier ist doch keiner weit und breit. Aber Gifty, du kannst jetzt dann hier gleich zu deiner Family gehen, zu deiner neuen. Bist du eigentlich Männlein oder Weiblein? Männlein, okay. Nicht ganz so gut, dann ist das Verhältnis nämlich nicht mehr so gut. Es sollten immer mehr Weiblein wie Männlein sein, damit quasi die Eierrate einfach höher ist. Also ihr trefft euch jetzt einfach mal hier alle. Und dann muss ich jetzt mal kurz ein bisschen was ablegen, denn ich bin ein bisschen überladen. Legen wir mal das Holz weg. Ja, ich habe halt echt tonnenweise Stroh. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das können wir vielleicht auch erstmal alles ablegen. Das müssen wir jetzt ja nicht die ganze Zeit mit uns herumschleppen. Dasselbe ist mit den Fasern. Müssen wir jetzt auch nicht mit uns herumschleppen. Sie sind zwar jetzt nicht so mega schwer, aber trotzdem. Also 200 habe ich in der Kiste und ungefähr 73 habe ich jetzt hier noch gerade dabei. Das heißt, ich muss jetzt noch so ungefähr 230 Fasern sammeln, dann für die Trainingspuppe. Da geht natürlich schon viel Zeit ins Land. Ich hoffe halt wirklich, dass wir auch demnächst hier wieder ein paar Airdrops sehen. Ja, das sehe ich doch schon mal ein, aber der ist mir ein bisschen zu weit weg.
Und wir müssen halt einfach jetzt mal Level 21 werden, damit wir auch mal einen Reitdino kriegen, weil ich glaube, wenn wir keinem Dino wehtun wollen, dann werden wir so schnell auch keinen Reitdino bekommen.